Das ist Border Terrier Dame Merle und Merle hat heute einen Termin zum Trimmen. Oder besser gesagt zum Zupfen. Wir klären heute mal, was Trimmen ist und ob das wehtut. Nein, das ist kein Kokain, das ist Trimmpuder. Trimmpuder macht das Fell etwas griffiger, damit es leichter rauszuziehen geht. Übrigens kann man mit einem Trimmmesser zupfen, mit einem Bimsstein oder, so wie ich, mit der Hand. Ich trimme ausschließlich mit den Fingern. Übrigens sieht das leichter aus, als es ist, sonst würden es ja mehr Hundefriseure machen. All das Fell kann getrimmt werden mit einer speziellen Technik und ist ganz, ganz wichtig für Merle. Und für alle, die jetzt sagen, man kann das auch abscheren, geht ja schneller. Nein, 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 nein. Dieses Fell darf niemals geschoren werden, weil es sonst die Produktion des neuen Fells einstellt und Merles Fell quasi abstirbt. Sie verliert dann die Farbe und auch eine Deckschicht. Sieht übrigens ziemlich doof aus. Merle hat schon ein paar graue Strähnchen, so wie ich. Willkommen im Club. Der Berg neben Merle wächst. Das habe ich alles rausgezupft. Und man sieht hier vorne, links, das Bein habe ich auch schon getrimmt. Damit ihr mal den Vorher-Nachher-Effekt richtig seht. Nein, das ist keine lustige, schräge 80er-Jahre-Frisur, sondern einfach ein Vergleich Vorher-Nachher. Und das tut Merle nicht weh, sondern wenn das Fell nicht regelmäßig rausgezupft wird, fängt das irgendwann richtig an zu jucken. Ich habe nun alles getrimmt, was geht. Und was ich nicht rauszupfen konnte, das schneide ich jetzt einfach mit einer Schere. Fertig ist die Merle. Riesenbergfell. Schöner Propellerbart. Hast du fein gemacht. Noch ein Kuss für Franzi. Und auf Wiedersehen.